München bei München in der Jochen Schweizer Arena. Simone, bist du aufgeregt? Ja, ich bin richtig aufgeregt. Ich habe das noch nie gemacht und ein bisschen ein mulmiges Gefühl habe ich auch, wenn ich mir das so anschaue. Fliegen wie ein Vogel, ein Kindheitstraum etwa. Komm, wir probieren es aus. Wie war das Gefühl beim Fliegen? Oh, das war schon toll, obwohl ich ein bisschen Muffe habe, weil es ja, irgendwie sah schwieriger aus. Aber innen drin hat es dann Spaß gemacht, aber es war anstrengend. Und im Endeffekt, was bevorzugst du? Über die Sprünge fliegen oder dann doch alleine? Ich glaube, ich bevorzuge es mit Alice, aber das war ein tolles Erlebnis. Dankeschön. Hallo Simone, was ist das Scharlachrennen? Ah, das Scharlachrennen, ja, das ist ein Pferderennen, das auf dem Turnier in Nördlingen jedes Jahr traditionell stattfindet und der Beste gewinnt. Tennis, Grundlinienspielerin oder immer auf Angriff? Ja, immer auf Angriff. Alice Cooper oder Alice im Wunderland? Ja, natürlich Alice im Wunderland. Schlepper oder Motorrad? Schlepper. Berge oder Meer? Ach, Meer. Rivo. Das ist mein altes Pony. Reiterin oder Lehrerin? Reiterin. Dein verrücktestes Experiment in Chemie? Oh, da hat's geknallt. Ballett oder Jazzdance? Keins von beiden. Weitsprung oder Hochsprung? Hochsprung. Bio oder Chemie? Bio. Andrea Petkovic oder Angelique Kerber? Angelique Kerber. Was bringt dich so richtig auf die Palme? Wenn jemand zu spät kommt. Balve, 11. Juni 2017, 17.15 Uhr. Ah, deutscher Meistertitel. Der Titel deiner Masterarbeit? Oh, der ist so lang, den kann ich jetzt hier nicht mehr sagen. Was hat dein Hansi, was andere Männer nicht haben? Er ist einfach der tollste Mann auf der ganzen Welt. Mach mal eine typische Handbewegung. Danke sehr. Eieiei. Und weil Fliegen zu zweit doch einfach viel schöner ist, treffe ich mich jetzt mit Simone auf ihrer Anlage bei sich zu Hause in Bayern mit ihr und ihrem Spitzenpferd Alice. Warst du denn schon mal in Amerika? Nein, das war ich noch nicht. Oh, das kenne ich. Ich war da auch noch nie. Wie hat das denn bei dir alles angefangen? War das so wirklich dieser American Dream von dem kleinen Kind aus dem Nichts zu dem großen Superstar? Auf jeden Fall. Also mein großer Traum war einmal Aachen zu reiten. Wie kamst du dann wirklich in Richtung großer Sport? Also mit 14 habe ich ein tolles Pony bekommen. Mit dem bin ich auch 15 dann Europameisterschaften im Ponysport geritten, springen. Das hat mir sehr viel gebracht, viel Erfahrung, schon mal die ersten Championatserfahrungen. Dann ging es weiter Richtung Bundeskader, es kamen Großpferde dazu. Das haben wir eigentlich alles schön mitgenommen, die Erfahrung gesammelt. Das ist, glaube ich, auch einfach wichtig. Dann wurde es ein bisschen ruhiger, weil im Seniorensport, glaube ich, braucht man einfach ein Welt- oder Top-Pferd, um dann mithalten zu können. Und als dann Alice so weit war, haben wir uns da hochgekämpft. Ja, Alice habe ich eigentlich meinem Lebensgefährten Hansi und der Familie Steindl zu verdanken. Die haben sie gefunden. Und Hansi wusste eigentlich gleich von Anfang an, dass es genau dein Pferd. Und das war Liebe auf den ersten Blick. Das hat einfach funktioniert. Und das war 2014. Und dann sind wir durch viele Höhen und Tiefen gegangen. Denn Alice ist ein bisschen eine Diva und etwas speziell. Aber wir wussten schon immer, dass ganz viel in ihr steckt. Und ja, neunjährig eigentlich in Mannheim
ging das eigentlich los, dass wir das erste Mal beweisen konnten, dass ein bisschen mehr in uns steckt. Und dann klar die zwei deutschen Meistertitel 2016 und 2017. Wie war das Gefühl, oben auch aufs Treppchen steigen zu dürfen und den anderen wirklich zeigen zu können, hier bin ich und wir sind bereit für die großen Aufgaben? Ja, das war natürlich ein unglaubliches Gefühl. Ich konnte es lange Zeit eigentlich gar nicht fassen, weil das war immer so auch ein Traum, neben Aachen einmal Herren deutsche Meisterschaft zu reiten. Und dass das dann mit dem Titel belohnt wurde, das war natürlich Wahnsinn. Also das ist immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Und freut ihr euch schon auf die Reise nach Tryon? Also Alice wird ja wahrscheinlich dann hergeflogen. Du fliegst dann wahrscheinlich auch hinterher. Geht man dann mit einem mulmigen Gefühl dahin? Oder ist sie überhaupt schon mal geflogen? Genau, das ist die Sache. Alice ist noch nicht geflogen. Ein bisschen Sorge mache ich mir da schon, weil wir Reiter ja nicht mitfliegen dürfen. Auch dann die Quarantäne in Amerika. Alice ist ein sehr temperamentsvolles Pferd, also die braucht sehr, sehr viel Bewegung. In der Quarantäne zum Beispiel dürfen die Pferde nicht geritten werden. Das sind schon noch alles Sachen, die mir so ein bisschen im Magen sitzen, aber die sicherlich alle geregelt werden können. Und ich glaube, das Fliegen, das wird sie toll machen, weil sie hat auch am Transport kein Problem. Aber es sind alles neue Aufgaben, die sie auch erst lernen muss. Und ja, da kommt schon noch was auf uns zu. So, Simone, ich danke dir für den schönen Tag. Und damit es auch wirklich alles so läuft, wie du dir das vorstellst, habe ich dir etwas für Alice und für dich mitgebracht. Wir wünschen dir ganz viel Erfolg auf der Road to Tryon. Dankeschön.